Warte, warte, warte. Geht ihr schon mal da hoch? Ich guck mal eben hier. Ich habe immer das Gefühl, dass ich an irgendwas vorbeilatsche, an was Wichtigem. Deswegen gucke ich mir lieber nochmal den einen oder anderen Steg hier an. Wo natürlich nichts drauf ist, aber weiß man ja nicht vorher. So, jetzt aber mal hier hoch. Also ich würde mich oberhalb sicherer fühlen, immer als unterhalb. Obwohl das eigentlich Quatsch ist. Warte, hier liegt ein Brett. Unser Zielort. Wo? Also jetzt mal im Ernst, das kommt nicht näher dran, das ist immer gleich weit entfernt. Ich glaube, wir laufen im Kreis da drum. Vorsicht. Was sah letztes Mal so... What? Was sah letztes Mal so aus, als ob ich ziemlich nah dran wäre. Gewesen wäre. So, hier einfach drüber, oder? Hier so? Guck mal so. Okay. Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst. Das ist ein bisschen... holzig. Ein bisschen morsch. Jetzt kommen 100 Kilo. Und, ist das das, was du dir erhofft hast? Ich weiß noch nicht. Ich dachte, ihr wär weg. Aber Mann, was für eine Aussicht. Oh yeah. Kommt, hier lang. Hey, es geht weiter. Er hat ihn bestimmt ziemlich an seine Tochter, obwohl die nicht unbedingt 20 ist. Es ist fast geschafft. Reiß dich zusammen. Ja, Ma'am. Obwohl, ne? Er müsste wahrscheinlich so 28 sein jetzt. Wenn die nicht erschossen worden wäre. So, nächster Abschnitt. Jetzt bin ich gespannt. Gleich hier um die Ecke. Kommt. Okay, ist näher dran. So, jetzt wieder typische, ich guck mal in den Ecken rum. Ich will ja überleben. Aber hier findet man gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob hier was in den Ecken überhaupt liegt. Wahrscheinlich nicht. Oh. Oh mein Gott. Sieh mal an. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Firefly-Befehle? Und alle sind tot. Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Ach, guck mal, der sollte das Mädchen in Empfang nehmen, bevor sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit absolute Priorität. Na, hat nicht so gut geklappt, glaube ich. Oh, warte, den kann man ja schieben. Wo soll ich hier... Ach da, alles klar. Immer noch nice gemacht. Weil so würde es wahrscheinlich auch in echt aussehen, wenn ich was schieben würde. Aua. Und... Achso, muss ich ja gar nicht durchrammen. Kaution. Ich ahne Schlimmes. Weil man kommt so nicht mehr zurück. Na also. Endspurt, Tess. Bleib doch mal ruhig. Was ist denn los? Ah ne, falscher Knopf. Ich glaube, so eine Sendung gab es mal bei auf Pro7. Da hat man auch gezeigt, wenn keine Menschen mehr da wären. Ich kann nicht schwimmen. Das sah so ähnlich aus. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folg mir. Och nee. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt. Aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Bah! Warte, ich komme sofort. Ich will nur eben baden.
kann man doch noch nicht mal so rein. Was ist das denn? Lalala. Was hat er, ein Schwanboot? Okay. Als ob hier schon immer Wasser gewesen wäre. Ey, geil gemacht, die Klamotten sind sogar feucht. Klopfen wir mal an. Nein. Nein, nein! Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Oh, sie wurde gebissen. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß nicht. Und sie braucht ein Heilmittel. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Oh. Ups, was? Ja, sah man direkt an dem Verhalten gerade. Das ist 3 Wochen alt. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihre Stelle. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oh. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall. Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ach Mann, oh, die Tess. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Stopp! Du bleibst dicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Aber sowas von. Ich könnte mal eben Medikit nehmen, oder? Nimm doch da Medikit. Ach, was? Warte mal. Zum Herstellen X gedrückt halten. Ich meine, ich könnte eins machen jetzt. Hallo? Da Lumpen und Alkohol. Dann kann ich mal was aufnehmen. Und dann kann ich da direkt benutzen. Achso, ich kann nur 3 nehmen. Okay. Alter, bin ich behindert? Ah, okay. Hol immer die Waffe so raus. So, jetzt nehmen wir das wieder auf. So, jetzt mal hier hoch. Wir gehen hoch.
kommt man vermutlich raus. Aber irgendwie vom Verhalten her konnte ich mir gerade denken. Oh. Ich lauf einfach weiter. Schnau hart für den. Jahrelange Freundin zurücklassen. Sie hat zwei Männer getötet. Oh, wir müssen hier ganz, ganz schnell raus. Oh mein Gott. Oh. Tess. Oh nein. Aber ich könnte wetten, so hart ist das für die meisten hier mit der Zeit gar nicht so wirklich, weil die das schon wahrscheinlich gewohnt sind. Fuck, Flur gesichert. Hört sich nicht gut an. Wir müssen weg. Bam. Okay, hier ist ein Telefon, das wird uns nicht weit bringen. Oh, was ist das denn? Hui. Neue Waffe, Jagdgewehr. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Alter, wir müssen ihn umbringen. Suchen wir die Tür an. Du. Da drüben nach sie. Oh. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, aber okay, der Kopf ist weg. Oh, die sind gar nicht so unschlau. Oh. Ich hätte es gerne noch versucht. Oh. Ja, sauber. Voll wie bei Uncharted, ey. Erst den Helm weg. Ich hätte gerne versucht, ob ich da auch so durchgekommen wäre. War natürlich ein bisschen blöd, dass ich direkt geschossen habe. Andersrum hatte ich Angst. Er hat eine Waffe. Er hatte eine Waffe. Warte, er hatte eine Waffe? Wow. Oh mein Gott. Bam. Okay, ich brauche Munition. Liegt hier noch Munition rum irgendwo? Ist das hier ein blaues Blut? Oh Mann. Alle adelig. Ah, den hätte man bestimmt auch ausweichen können. Na, egal, scheiß drauf. Bleib bei mir. Na los. Nein, liegen nur Steine rum. Und Pillen zum Aufrüsten. Sehr gut. Nein. Ach, da ist das Gewehr. Okay. Schon mal nachladen, dann ist das schon mal sehr gut. Ach so, schon wieder hier. Okay, wieder einmal im Kreis. Kenne ich ja schon. Das war auch was in der U-Bahn, ey. Oh, sehr gut. Ich meine, dass die Sachen kaputt gehen, ist ja nicht so verkehrt. Aber das hat alles nur so zwei, dreimal hält, finde ich ein bisschen blöd. Was machen wir? Joel, wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Deckung, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ja, werden wir sehen. Oh ne, vier Stück.
Na, man hört hier noch keinen, also weiter. Ich werde das mal versuchen. Klappt wahrscheinlich eh nicht, aber okay, da kommt einer. Oh, verdammt! Oh, hat er mich schon? Ma.